Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch zusammen mit dem Phasus. Hallo. Zu einer neuen Ausgabe der ÖPNV-News mit unserem Gamescom-Special. Normalerweise solltet ihr jetzt hier das Interview von ViewApp sehen mit seiner neuesten Simulation Tramsim. Leider ist das Ganze nicht wirklich zustande gekommen, da er leider verhindert war und dementsprechend den Termin absagen musste. Wir haben natürlich schon nach einem neuen Termin nachgefragt. Sobald sich da aber irgendwas dann ergibt, werdet ihr das dann selbstverständlich hier auf dem Kanal denn sehen. Jetzt erstmal haben wir die Produktinformationen und haufenweise Gameplay-Material. Deswegen würde ich sagen, wir starten. Los geht's! Und damit sind wir jetzt da. Ihr seht jetzt frisches Gameplay-Material aus dem Tramsim-Simulator. Hier könnt ihr, wie gesagt, die ersten Eindrücke zumindest schon mal ein bisschen sammeln, wie das Ganze denn später dann ausschaut, wenn es denn released wird. In der Zeit gehen wir mal jetzt das ganze Produktinformation durch, die wir von Aerosoft bekommen haben. Deswegen schaut euch am besten das Video dazu an und wir lesen das Ganze hier einfach mal so ein bisschen ab und ja, informieren euch dementsprechend zu der kommenden Straßenbahnsimulation. Erlebe mit Tramsim den modernsten Straßenbahnsimulator, welcher mit fotorealistischer Grafik besticht und als ersten Schauplatz die österreichische Hauptstadt Wien in einer bisher nie dagewesene virtuelle Realität zeigt. Mit einer detailgetreuen Nachbildung der neuen Straßenbahngeneration der Wiener Linie Flexity tauchst du in die aufregende Welt der Straßenbahnsimulation ein. Die Fahrdynamik sowie der Sound und der komplette Linienverlauf der Straßenbahnlinie 1 wurden exakt dem Original nachempfunden. Entdecke das Zentrum von Wien, einer der schönsten und grünsten Städte der Welt, die historische Innenstadt mit der prunkvollen Ringstraße, unzählige Sehenswürdigkeiten, klassischen Gebäuden und einer wunderbaren Ambiente warten auf dich. Du kannst mit dem Einsteigermodus loslegen sowie Steuerung für Fortgeschrittene aktivieren. Steuere zielsicher durch den Verkehr mit im ca. 25 km langen Streckennetz. Besonderes Augenmerk liegt auf den hochwertigen Texturen, dem exakten Höhenverlauf und der Gleisgeometrie mit vorbildgerechten Schienen und Weichenmodellen. Egal ob Open World, Linienbetrieb mit Fahrplan, Level Ranking oder unsere Tram Challenge, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Bring deine Fahrgäste sicher an ihr Ziel und stelle dein fahrisches Können bei den Tram Challenge unter Beweis. Viele Stunden Spielspaß, Unterhaltung und wunderbare Eindrücke erwarten dich. Ja, damit gebe ich jetzt ab an den Phasus, der euch jetzt hier nochmal ganz kurz die ganzen Features nochmal ein bisschen auflistet, was alles mit dabei ist. Ja, die Simulation Tramsim bietet einige Features. Darunter sind unter anderem ein Next-Level-Straßenbahn-Simulation mit fotorealistischer Grafik, hochdetaillierten Gebäuden, authentischer Fahrzeugdynamik und vielen Funktionen. Eine detailgetreue Umsetzung der neuen Straßenbahngeneration der Wiener Linien, Flexity. Detaillierter Nachbau der Wiener Innenstadt rund um die berühmte Wiener Ringstraße entlang der Straßenbahnlinie 1 mit Nachbildung von mehreren hundert individuellen Gebäuden. Umfassende 4 Quadratkilometer große Karte mit einem Straßenbahnnetz von über 25 Kilometern Länge in dicht bebauter Zentrumlage. Unzählige Sehenswürdigkeiten, das Hundertwasserhaus, die Urania-Sternwarte, das Parlament, die Wiener Staatsoper, das Heldentor, das Rathaus, der historische Wasserturm und vieles mehr. Diverse Spielmodi, Open World, Linienbetrieb mit Fahrplan, Level Ranking oder Tram Challenges. Fortschrittliche KI mit für Passanten, Fahrgäste und Autos. Exakte Gleisgeometrie, Höhenverlauf, Topografie und vorbildgerechte Weichenmodelle. Abwechslungsreicher Streckenverlauf mit diversen Wendeschleifen und Tunnelabschnitt U-Strap. Originalgetreue Soundkulisse und Originalansagen. Steuerung mit Game-Controller, Tastatur oder eigener Konstruktion aus Joystick-Emulatoren möglich. Des Weiteren bietet Tramsim eine VR-Unterstützung. Dann kommen wir jetzt noch zu den Systemvoraussetzungen, die jetzt hier aktuell angegeben sind.
Und dabei wird das Ganze halt unter Windows 7, 8 und 10 aktuell laufen. Das Ganze fängt ab einem Prozessor mit 2,6 GHz pro Kern, also insgesamt 4 Kerne sind verlangt. Ein Arbeitsspeicher von gerade mal 4 GB werden benötigt, eine Grafikkarte, die 4 GB benötigt, mindestens 30 GB freier Festplattenspeicher und es wird eine Internetverbindung benötigt. Das Ganze ist jetzt schon auf Steam vorbestellbar, also nicht vorbestellbar, aber ihr könnt euch das Ganze schon zumindest auf die Wunschliste packen. Dort ist nämlich der Eintrag von Tramsim nämlich bereits schon drin. Und wenn wir uns die ganzen Bilder mal, das Video hier mal so anschauen, wie das Ganze eigentlich ausschaut, kann man hier eigentlich davon reden, dass das Ganze schon echt weit ist. Der aktuelle Release-Termin ist für das vierte Quartal angesetzt, so heißt es aktuell von Aussagen von Aerosoft. Im Video selbst, in dem Trailer, stand denn Ende Oktober 2020 drin. Wenn wir natürlich weitere Informationen dazu haben, wie, weshalb und warum, dann können wir natürlich hier noch ein bisschen was dazu holen können und mal vielleicht ein Video dazu machen. Aber das ist jetzt aktuell alles, was wir jetzt aktuell von Aerosoft bekommen haben für Tramsim, der Straßenbahnsimulator. Und wir müssen jetzt, wie ihr, jetzt einfach ein bisschen abwarten. Sobald wir da halt neue Informationen haben und natürlich das vielleicht versprochene Interview haben, denn, wie gesagt, reichen wir das selbstverständlich ja alles nach. Daher müssen wir uns leider entschuldigen, dass wir das Ganze schon angekündigt hatten und das Ganze jetzt natürlich nicht liefern können. Das ist für uns mega, mega peinlich, ja, wenn man uns was ankündigt und dann kommt das Ganze nicht zustande. Dementsprechend, wie gesagt, entschuldigen wir uns jetzt gerade mal ganz recht bei euch und hoffen natürlich, dass ihr jetzt nicht allzu enttäuscht seid. Und das war es dann auch erstmal so von den ersten Eindrücken zumindest jetzt hier zu Tramsim. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Man hat natürlich schon das ein oder andere gelesen. Hier ist jetzt aktuell auch noch nicht wirklich bestätigt worden, ob es jetzt hier eine Mod-Funktion geben wird. Nochmal das Ganze, falls es jetzt hier als Frage nochmal auftaucht. Also eine Mod-Funktion wird es zum Release nicht geben. Das Ganze ist vielleicht noch so ein bisschen in Planung von der Aerosoft und View-App. Aber wie gesagt, bestätigt ist da noch nichts. Auch wurde noch nicht wirklich hundertprozentig versichert. Steht auch jedenfalls nicht in dem offiziellen Dokument drin, dass es hier einen Multiplayer geben wird. Also rechnen wir hier eigentlich mit einem Singleplayer-Simulation. Und ob sich das denn heute noch durchsetzen kann, das wird sich dann spätestens zum Release dann auf jeden Fall zeigen. Wie gesagt, sobald wir hier neue Informationen haben, lassen wir es euch zukommen. Ebenfalls, wie gesagt, wenn das Interview da ist. Sonst würde ich jetzt erstmal sagen, das war es jetzt erstmal so von dem kleinen Eindruck. Ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen mehr sehen. An Videomaterial hier, was wir jetzt da haben, ist auch in deutlich besserer Qualität als das, was wir sonst so hatten. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Phasis? Eigentlich nicht. Nö, ne? Ich glaube, das war es denn jetzt erstmal. Schaut auf jeden Fall noch rein, denn wir haben, das haben wir geschafft, ein Entwicklergespräch mit TML Studios. Da würden wir natürlich uns freuen, wenn ihr da mit einschaltet. Da gibt es haufenweise Infos zu The Buzz. Und wir konnten noch kurzfristig Astragon mit an Land holen und die werden uns auch noch ein bisschen was zu dem Bus-Simulator 21 sagen. Also wenn euch das Ganze halt interessiert, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr dort wieder einschaltet. Ansonsten lasst gerne ein Like da für das Video. Wie gesagt, seid bitte nicht enttäuscht. Das tut uns wie gesagt leid, aber wir können da ja auch nicht rütteln, wenn der Gesprächspartner halt dementsprechend den Termin leider platzen lassen musste. Wir wissen nicht warum, wieso, weshalb, können wir leider in dem Moment ja nichts dran ändern. Aber wie gesagt, sobald es vonstatten geht, dann erfahrt ihr das. So, jetzt aber auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.